Igel Erwin erklärt's. Als ehrenamtlicher Helfer beim Deutschen Roten Kreuz hat Igel Erwin schon viel gelernt. Heute zeigt er dir zum Beispiel, wie eine Corona-Impfung in einem Impfzentrum abläuft. Dabei wird er begleitet von unserer Kinderreporterin Lisa. Gleich am Eingang zeigt Igel Erwin seine Terminbestätigung, damit er das Impfzentrum betreten darf. Um zu kontrollieren, dass Igel Erwin auch gesund ist, wird seine Körpertemperatur gemessen. Und natürlich gibt es nach und vor jeder Station Desinfektionsmittel für die Hände. Auch wird darauf geachtet, dass immer der Mindestabstand eingehalten wird. Und schon geht's zur Anmeldung. Für die Anmeldung benötigt man folgende wichtige Dokumente: den Personalausweis, den Impfpass, die Versichertenkarte sowie die Terminbestätigung mit Vermittlungscode für den ersten und zweiten Impftermin. Statt mit Erwin da, macht man die Impfung. Wenn alle Unterlagen vorgelegt wurden, erhält man das Aufklärungsmerkblatt zur Corona-Schutzimpfung, die Einwilligungserklärung und wird weitergeleitet in den Wartebereich. Auch im Impfzentrum haben die Ärzte eine Art Wartezimmer. Dort kann man sich einen Informationsfilm ansehen, bevor es zur ärztlichen Aufklärung weitergeht. Guck, Igel Erwin, da kommt ein Impfstoff. Der nächste bitte. So, der nächste bitte. Die Unterlagen. Hallo Erwin, hast du alles durchgelesen? Gut, dann können wir jetzt reingehen. Das wird schon. Nun erhält man die Gelegenheit für ein individuelles Gespräch mit dem Arzt. Er stellt Fragen und klärt über gesundheitliche Belange zur Corona-Schutzimpfung auf. Natürlich kann man ihm auch Fragen dazu stellen. Hast du noch Fragen, Erwin? Alles klar, dann legen wir jetzt los. Während Erwin in der Arztpraxis ist, trifft Lisa im Impfbereich auf die Schichtleiterin Frau Dr. Taskin. Hallo Frau Dr. Taskin, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sehr gerne, Lisa. Wie viele Menschen werden hier täglich geimpft? Also momentan ist es so, dass wir in einem Einschichtsystem arbeiten. Das heißt täglich von 9 bis 15 Uhr. Und in den 6 Stunden schaffen wir es, natürlich je nach Impfstoffbestand, 1500 bis 1700 Impfungen durchzuführen. Das ist aber sehr viel. Das stimmt. Warum muss man sich gegen Corona impfen lassen? Zum einen schützen wir uns mit der Impfung selber vor einer Corona-Erkrankung. Zum anderen tragen wir zur Eindämmung der Pandemie bei. Das heißt, je mehr Menschen sich impfen lassen, desto weniger kann sich das Virus ausbreiten und umso schneller können wir wieder in unser Alltag zurückkehren. Danke, Frau Dr. Taskin. Bitteschön. Ich glaube, Erwin müsste jetzt auch geimpft sein. Wollen wir ihn holen? Ja. Ärmel hoch, es ist soweit. Igel Erwin wird geimpft. Der Arzt oder auch geschultes Fachpersonal führen die Corona-Schutzimpfung durch. Die Impfung wird im Impfpass eingetragen. Unter anderem wird dort der Impfstoff mit Chargennummer vermerkt. Sollte man keinen Impfpass besitzen, erhält man eine Ersatzbestätigung. So, Erwin, für dich geht's jetzt in die Nachbeobachtung und die Lisa geht mit dir und passt auf dich auf. In einem gesonderten Wartebereich bleiben Lisa und Igel Erwin zur Sicherheit noch kurz unter medizinischer Beobachtung. Wer nachträglich unerwünschte Reaktionen an sich beobachtet, sollte das zügig seinem Hausarzt oder der Hausärztin mitteilen. Die Beschwerden werden dann weiter abgeklärt. Auf der eingeblendeten Internetseite und bei Apotheken können Nebenwirkungen ebenfalls gemeldet werden. Nun ist die erste Corona-Schutzimpfung erledigt. Bei den meisten Impfstoffen benötigt man für den vollen Impfschutz eine zweite Impfung. Und bis dahin unbedingt auch weiterhin zum Schutz aller die AHA-Regeln einhalten.